Hi, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ja, da bin ich wieder. Letzte Woche musste ich leider eine kleine Zwangspause machen, weil es mich mal wieder komplett umgehauen hatte. Es ist der reinste Wahnsinn. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Ich habe mir jetzt einfach eine ganze Woche genommen, um mich einfach mal so richtig auszukurieren, um endlich wieder fit zu werden. Und ich glaube, das ist mir auch, ja, soweit es geht, gelungen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt, wie gesagt, wieder hier am Start. Und ich war eben einkaufen beim Lidl seit langem mal wieder und zeige euch, was ich da so alles mitgenommen habe und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Wir starten natürlich wie immer mit unserem Wochenplan. Ausgegeben habe ich diese Woche 72 Euro und ein paar zerquetschte. Und bei uns gibt es heute einen Reisauflauf. Den werde ich euch auch abfüllen. Ich hatte mal wieder Lust, ein Food Diary zu drehen. Das hatten wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr. Und dann gibt es bei uns diese Woche Frikadellen mit Kartoffelpüree und Gemüse. Dann haben wir einmal Kartoffeln und Quark. Dazu gibt es einen Bohnensalat. Dann einmal Spaghetti. Von letzter Woche habe ich noch Linsensuppe, also alles für eine Linsensuppe, da, das wird es dann noch geben. Und dann gibt es bei uns Geschnetzeltes und Spätzle mit Salat. Das gibt es über 2 Tage. Der Christian, der macht immer einen riesen Pott und das reicht halt einfach für 2 Tage. Genau, so, das jetzt erstmal dazu. Dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los, wie immer mit den Kühlprodukten. Und natürlich habe ich auch diese Woche wieder gekauft Latte Macchiato to go. Richtig. 2 Mal. Dann durfte mit, okay, es gehört jetzt nicht unbedingt zu den Kühlprodukten, da stand es aber am sichersten. Ich habe noch 10 Eier mitgenommen. Dann durfte einmal mit von Mireille, der mit französische Kräuter. Den essen wir auch ganz gerne im Moment. Und einmal Brunch. Jawohl, ja. Hatte ich mega Lust drauf, war im Angebot, durfte einmal mit. So, dann habe ich euch ja gesagt, die Woche gibt es Frikadellen, Püree und Gemüse. Das Gemüse, was es für uns alle gibt, ist der Christian nicht so gerne. Und deshalb habe ich ihm das Buttergemüse mitgenommen, weil er das einfach am liebsten mag. Durfte einmal mit. So, dann habe ich 2 Mal Mozzarella gekauft für die Celine. Aufs Brot isst die das momentan wieder super gerne. Richtig. Dann zum Snacken habe ich noch mitgenommen Hirtenkäsewürfel, die im Glas, die sind ganz lecker. Ich habe die auch schon selbst eingelegt, aber irgendwie sind die mir heute ins Auge gesprungen und dann habe ich sie mal wieder mitgenommen. Und dann durfte wie immer mit die streichzarte, ungesalzene Butter. Wobei ich sagen muss, eins wird mittlerweile echt knapp. Ich musste letzte Woche doch wieder einmal Butter nachkaufen. Letzte Woche gab es ja für euch kein Foodhaul. Dadurch, dass ich nicht fit war und der Christian keine Lust hatte einzukaufen, hatte ich da mal wieder den Rewe-Bestellservice genutzt gehabt. Das heißt, Christian musste das dann einfach nur abholen. Ja, so, dann gibt es ja Kartoffeln mit Quark und dementsprechend habe ich viel Quark gekauft. Den gab es leider nur in den kleinen Packungen, schon hätte ich auf die großen zurückgegriffen. 4 Mal habe ich mitgenommen für halt, wie gesagt, ne, den Kräuterquark zu machen. Und 2 Mal habe ich mitgenommen, weil ich mal wieder Lust drauf hatte, mir so einen süßen Quark mit ein bisschen Obst zu machen. Genau, so, also 6 Mal Quark. Dann habe ich gekauft Cremosano, die brauche ich die Woche, beziehungsweise der Christian braucht die diese Woche, für sein Geschnetzeltes zu machen. Genau, 4 Mal durfte insgesamt mit. So, dann habe ich noch einmal Creme Fraiche geholt, das brauche ich für den Hackauflauf, für den Reis, Hackauflauf, so nennt sich das Ganze. Wie gesagt, ich filme es euch ja ab. Und dann habe ich noch von Zott Sahnejoghurt mitgenommen, war diese Woche für 33 Cent im Angebot. Da habe ich einmal mit Vanille und 2 Mal Panna Cotta mit Erdbeere. Schmeckt super lecker, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und zum Schluss bei den Kühlprodukten habe ich dann noch 2 Mal Knusperjoghurt mit Vanillegeschmack und Schokobirds, beziehungsweise der Perlje-Joghurt, wisst ihr ja mittlerweile alle, ne? So. Erstes Körbchen ist leer und schaust mir mal direkt ins Gesicht, na toll. Weiter geht es mit Obst und Gemüse. Da habe ich diese Woche ja, relativ viel gekauft, weil wir nicht mehr viel da hatten.
Einmal durften mit Erdbeeren. Die Sophie wollte die unbedingt mal wieder mitnehmen. Und irgendwie hatte ich jetzt auch Lust drauf, die mir auf den Quark zu machen. Ich bin gespannt, ob die schmecken. Die sind aus Spanien. Ja, wir werden es auf jeden Fall testen. Sind auf jeden Fall die ersten Erdbeeren in diesem Jahr. Und die riechen schon so unfassbar gut. Ich bin gespannt. Dann habe ich mitgenommen, Kartoffeln wollte ich schon sagen. Oh mein Gott, es fängt schon wieder an. Bananen habe ich mitgenommen. Waren mit der Lidl Plus App auch im Angebot. Ich glaube 33% günstiger. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und was ich auch immer ab Januar kaufe, wer meine Food Hauls schon sehr, sehr lange verfolgt, der weiß, was jetzt kommt. Tada, frische Tölpchen. Ja, kaufe ich immer ab Januar und die werde ich mir zurechtschneiden. Ich habe da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein schmales Goldtablett. Da habe ich schon so kleine Väschen draufgestellt und da möchte ich die Tulpen dann reinstellen und die restlichen kommen dann auf den Wohnzimmertisch. Ich will die Tage nämlich auch so ein bisschen frühlingshaft dekorieren. Ja, jetzt nicht unbedingt frühlingshaft, aber einfach ein bisschen heller, freundlicher möchte ich dekorieren. Denn seit die Weihnachtsdeko weg ist, es schaut schon ganz schön leer aus. Könnt ihr mal schreiben, gerne unten in die Kommentare, ob ich euch da wieder mitnehmen soll beim Umdekorieren. Also ich mache da jetzt nicht mords viel, aber so ein bisschen was. Und ich war nämlich auch wieder beim Action am Wochenende. Den Haul drehe ich euch auch auf jeden Fall noch ab. Wird die Tage kommen. So, dann habe ich gekauft einen Endivien-Salat. Lecker, lecker. Also ihr merkt schon, ne, den essen wir momentan am allerliebsten. Vorher war es immer der Kopfsalat, aber irgendwie mittlerweile essen wir Endivien am liebsten mit schön viel Knobi drin. So, dann dürfte mit Äpfel. Da habe ich so ein Netz geholt. War im Angebot. Süß-säuerlich steht da jetzt drauf aus der Region. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das alles hinpacke, damit ich hier nichts auf den Salat schmeiße. Dann habe ich gekauft 2 Netze Kartoffeln. Brauchen wir ja auch diese Woche viele davon. So, mache ich jetzt gerade mal da nach hinten. So, dann habe ich ja gesagt, ne, Frikadellen, Kartoffelpüree, Gemüse. Und da gibt es dann einmal Kohlrabi dazu. Habe ich 2 geholt. Die waren leider nur so ganz klein, aber das wird schon gehen. Und mitgenommen habe ich auch seit vielen Jahren, aber ich habe so Lust drauf. Ist echt jahrelang her, dass ich das gekauft habe. Rosenkohl. Das ist was, da muss ich einfach Bock drauf haben. Und irgendwie, er war im Angebot und dachte ich, komm, jetzt nimmst du mal mit. Und ja, ich bin gespannt, ob Celine und Janis das essen. Früher wollten sie es nicht, aber die sind ja heute nicht mehr so naschig. Die essen eigentlich fast alles, was ich auf den Tisch stelle. Ich bin gespannt. Dann habe ich mitgenommen eine Salatgurke. Die reicht mir diese Woche, weil ich noch 2 im Kühlschrank habe. Und dann durften noch 3 Zucchinis mit für das Geschnetzelte von Christian. Da kommen die dann rein. So, dann habe ich insgesamt, brauchen wir nämlich auch viele für das Geschnetzelte. Und 2 habe ich so zum Snacken geholt. Insgesamt 6 rote Paprika. Und übrigens für alle, die sich fragen, warum ich auf Instagram noch pausiere, obwohl ich auf YouTube wieder zurück bin. Ich habe gemerkt, mir ist das momentan alles ein bisschen viel. Also mit Arbeit und YouTube und Haushalt. Und man hat ja auch privat noch irgendwelchen Kram. Und wir haben momentan auch viele Arzttermine. Und da ist es mir einfach zu viel. Ich habe im Moment nicht das Bedürfnis, so viel auf Instagram zu erzählen. Weil ich erzähle ja das meiste schon hier auf YouTube. Und dann wäre das irgendwie alles doppelt. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie, ich musste einfach in mich gehen und überlegen, was ich auf Instagram genau machen will, weil das weiß ich eigentlich bis heute nicht. Ich war da zwar immer so irgendwie präsent, aber so richtig wusste ich eigentlich nie, was will ich eigentlich hier, ne? Klar, ich war den Austausch mit euch auf Instagram, das fand ich immer gut, aber ansonsten finde ich, ist es einfach ein riesen Zeitfresser und ich muss mir, wie gesagt, erstmal bewusst werden, was ich genau mit meinem Instagram-Profil machen möchte, bevor ich weitermache. Wisst ihr, was ich meine? Bevor ich es halbherzig mache, lasse ich es jetzt erstmal und ja, wie sagt man so schön, kommt Zeit, kommt Rat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Instagram komplett wegmache, das glaube ich nicht. Aber ich möchte es halt im Moment einfach noch so ein bisschen pausieren, wie gesagt, bis ich mir klar bin, was ich denn da eigentlich möchte. Ja, so, das jetzt erstmal dazu. So, dann habe ich noch gekauft 2 Kiwis für den Janis. Und zum Schluss bei Obst und Gemüse durfte noch einen Sack Möhren mit. War im Angebot, ich glaube, für 70 Cent diese Woche, war auch relativ günstig. Auch dieses Körbchen ist leer. So, weiter geht es mit der nächsten und letzten Tüte. Oh, war ja ein Moment. Jetzt hätte ich fast die Küchenmaschine hier mit umgerissen.
Es war noch was im Angebot für unser Selinchen. Habe ich mitgenommen, einen Monster Energy, der Zero. Genau, ihr wisst ja, den trinkt sie ab und zu ganz gerne. Dann gehen wir morgen auf Kindergeburtstag von unserer Nichte. Und das Geschenk haben wir schon, beziehungsweise hat meine Schwägerin besorgt. Und damit wir halt noch irgendwas in der Hand haben, kaufen wir später noch ein kleines Geschenketütchen. Und die Sophie hat ein bisschen Naschi ausgesucht, was wir ihr dann halt in die Tüte noch mit reinmachen. Genau, also einmal Schokobons, einmal Kinder Bueno, dann haben wir einmal Kinderriegel und na, einmal Gummibärchen gehen immer. Genau, das war da, wie gesagt. Einfach noch was in der Hand haben. Übrigens, warum ich mit Sophie einkaufen war, Kindergarten ist diese Woche komplett zu, weil einfach zu viele Corona-Fälle da momentan umgehen. Also es ist mittlerweile so, dass ja, ich glaube, die Hälfte vom Team infiziert ist und einige Kinder. Bei uns ist aber alles gut. Wir sind alle safe momentan. Obwohl sie ja echt die aktuelle Lage schon erschreckend ist, gell, was derzeit gerade wieder los ist. Meine Herren. Ja. Gekauft habe ich diese Ice Cube Shapes, steht da jetzt drauf, Eiswürfelbeutel. Ja, das sind jetzt welche mit Herz, oder? Ja, Herzformen sind es. Genau, durfte einmal mit, war im Angebot für 49 Cent, kann man nicht meckern. Und Eiswürfel habe ich eigentlich immer in der Truhe. Dann habe ich noch zwei FFP2-Masken gekauft, in meiner Lieblingsfarbe rosa. Gibt es derzeit beim Lidl für 99 Cent, in rosa und in dunkelblau. So, dann habe ich ja die Muschelsuppe, na, die ja die Sophie so gern isst, wo ich ja lange gerätselt habe, was das Kind eigentlich meint. Hühnernudeleintopf mit diesen Muschelnudeln habe ich ihr einmal mitgenommen. Denn den Reisauflauf zum Beispiel, den es heute jetzt bei uns gibt, den isst die Sophie nicht gerne. Und dann darfst du dann das halt ausnahmsweise haben. Dann habe ich noch einmal hellen Soßenbinder gekauft für Christians Geschnetzeltes. Sophie durfte sich beim Einkaufen auch was aussuchen, weil sie ganz lieb war. Und da hat sie sich entschieden für diese Pfeifen. Kennt ihr die? Die gab es ja früher immer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welcher Marke es ist, weil sie hat da das Papier abgerissen und hat schon eins genascht. Das sind doch diese, ja, wie heißen das? Wie, nee, nicht wie Brause. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Auf jeden Fall kann man das halt leer futtern und dann hat man hier so eine Pfeife. Genau, und das hat sie sich, wie gesagt, ausgesucht. Dann habe ich Knöpfle-Spätzle geholt, insgesamt 3 Pakete, weil ich habe euch ja gesagt, wir essen bis 2 Tage und ein Paket reicht nicht ganz für uns. Deshalb mache ich immer ein und ein Viertel, ja, und deshalb habe ich halt 3-mal mitgenommen. Wie gesagt, die Knöpfle, die essen die Kinder am liebsten. So, jetzt muss ich alles schon mal darüber schmeißen. Für heute Mittag muss es schnell gehen, weil ich habe um 14 Uhr noch einen Arzttermin. Und deshalb habe ich für uns Laugenbrötchen geholt, also für die Kinder und mich. Christian ist ja mittags auf Arbeit. So, dann hat die Sophie sich noch Reiswaffeln ausgesucht. Hatten wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da. Die ist am liebsten einfach nur mit ein bisschen Butter. Dann habe ich ein bauernmildes Weizenmischbrot mitgenommen. Und eigentlich wollte ich das von Liken greifen. Viele haben mir gesagt, dass das auch von der Marke Liken ist. Aber ich muss sagen, das hat doch noch ein bisschen anderen Geschmack wie das Original. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, weil es, ich finde, das Original, das ist irgendwie fluffiger, weicher. Das ist nicht so fest wie das hier. Genau, aber egal. Ich habe das Falsche gegriffen. Dann futtern wir halt das. So, dann habe ich noch einmal Suppennudeln geholt, beziehungsweise solche Buchstaben, um ja mal zwischendurch ein schnelles Nudelsüppchen machen zu können. So, für Sophie habe ich dann wieder auch das Dinkel-Sandwich-Toast gekauft. Dann für den Bohnensalat, den wir das die Woche noch geben, habe ich da einmal diese Brechbohnen aus dem Glas geholt. Die Celine liebt diesen Bohnensalat. Den muss ich mal wieder viel öfters machen. Dann habe ich schwarze Oliven geholt. Einfach so, die werden bei uns immer mal zwischendurch gesnackt. So, Sophie hat sich noch was ausgesucht und zwar von der Lidl-Eigenmarke Sien. Love Unicorn Shampoo und Dusche, so schaut es aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer im Sortiment ist, es stand auf jeden Fall bei den Angeboten. Kostet 65 Cent. Ja, und riecht wieder nach einem Duft, den ich persönlich nicht mag. Es ist da dieses extrem Fruchtige, aber für meine Tochter ist es genau das Richtige und sie sagt immer, das ist Einhornpipi. Keine Ahnung warum. Ja, genau, aber die Flasche ist auf jeden Fall süß, ne? So, und zum Schluss habe ich noch einmal Paprika-Gewürz
weil mir das ausgegangen ist und ich das dringend für heute zum Kochen brauche. Aber eigentlich benutze ich ja im Moment, habt ihr ja mitbekommen, alle Gewürze von Just Spices, weil ich die einfach unfassbar gut finde. Ne? Ich ärgere mich eigentlich, dass ich die nicht schon viel früher ausprobiert habe. Genau, aber Paprika-Gewürz habe ich leider noch nicht da. Beziehungsweise habe ich eigentlich bestellt, liegt aber auf der Post, weil der Postbote hat irgendwie nicht geklingelt und hat es auf die Post gebracht. Keine Ahnung warum, obwohl ich zu Hause war. Muss ich auf jeden Fall später noch holen. Genau, unsere neue Gewürzladung. Und für euch habe ich ja auch dauerhaft einen Rabattcode jetzt von Just Spices bekommen. Ich werde euch das mal unten in die Infobox schreiben. Allgemein so Rabattcodes, die jetzt dauerhaft sind, ich glaube, die schreibe ich euch auch immer unten in die Infobox. Könnt ihr dann ab jetzt sofort in jedem neuen Video, könnt ihr das dann immer sehen. Genau, ich glaube, das mache ich, das ist vielleicht einfacher so. Ja, und das war unser Wocheneinkauf. Ich muss dann später nur noch zur Edeka eine Geschenktüte holen. Und ja, das war's dann jetzt von mir. Oh Mann, ey. In diesem Sinne, meine Lieben, hoffe ich, euch hat der Foodhaul gefallen und ihr freut euch, dass ich jetzt endgültig wieder hier am Start bin. Und ja, freue mich, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid und sage bis bald. Ciao!